Liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon. Dreh dich bitte im Kreis, das ist ganz schön schwer. Pokémon Schwert! In der letzten Folge haben wir uns Cloud City angeguckt, die Story ein bisschen weiter getrieben. Und jetzt gucken wir uns die. Warte mal, welche Route ist das? Ah, Route 6. Wir gucken uns Route 6 an. Aber davor, ich habe zum einen nochmal zur letzten Folge dem guten Ranixon eine neue Attacke beigebracht. Und zwar Irrlicht, weil. Ranix fand Irrlicht ist eine tolle Attacke und wenn ich jetzt schon Ranixon im Team habe, der auch Irrlicht erlernen kann, habe ich ihn das mal beigebracht. Und mir ist eben aufgefallen, bei den Bändern, hier bei Jainona. Jainona hat einfach ein Band. Ich habe keine Ahnung woher und was diese Bänder bringen und warum sie die jetzt hat, aber sie hat ein Band. Das Gelassenheitszeichen ist ein Zeichen eines Pokémons, das stets gelassen ist. Keine Ahnung, warum es das bekommen hat, wofür es das bekommen hat. Ich habe keine Benachrichtigung bekommen, dass er das bekommen hat. Aber Jainona hat ein Abzeichen. Meine anderen Pokémon übrigens alle nicht, falls euch das wundert. Tatsächlich nur Jainona. Ist halt mein bestes Pfadfinder-Pokémon, das ich im Team habe. Naja, egal. Wir werden auf jeden Fall heute hoffentlich nach keine Ahnung was City kommen. Dass das halt nach Route 6 so kommt. Und dafür müssen wir an dieser komisch zuckersüßen Braut hier vorbei. So, spricht... Test, Test. Hallo, hallo. Okay, ich hoffe, das ist nicht in der Aufnahme blöd. Mein... Outboard ist gerade mal abgeraucht. Die Niam. Niam müssen wir auf jeden Fall besiegen. Oh Gott, hoffentlich ist das nicht asynchron. Apropos Asynchronität, Leute. In den letzten Folgen, in den letzten 4, 5, 6, 7, 9, 8.000 Folgen, hatte ich so ein Säuseln in Audio. Es hat mich keiner drauf angesprochen, nur ich habe es irgendwie gehört. Oh, Pipi Level 29. Leute, was macht man gegen ein Pipi? Erstmal eine Eisenabwehr, würde ich sagen. Und jetzt ist das endlich weg. Ich habe endlich herausbekommen, warum das da war. Also euch ist das sowieso nicht aufgefallen, wie es aussieht, aber mir halt. Das lag daran, dass der FFM-Pack-AAC-Codec irgendwie am Arsch war bei meinem Programm. Und jetzt habe ich den Fraunhofer-AAC-Codec und jetzt ist alles cool. Können wahrscheinlich die meisten Leute sowieso nichts mit anfangen, aber ist ja auch egal. Ich wollte es auf jeden Fall mal loswerden. So, Lancelot. Du hieß da doch, oder? Porenta? Wie hieß denn nochmal unser Pokémon hier? Ich habe den Namen vergessen. Also Fly auf jeden Fall. Was macht das Pipi denn da für komische Sachen? Der ist voll der Erdbändiger. Was gegen ein Pipi gut ist, sind wahrscheinlich Feenattacken, aber ich habe halt so gar keine Feenattacken. Deswegen mal einen Abschlag hier probieren. Ja, nicht sehr effektiv, aber dafür ein Volltreffer. Und deswegen liebe ich Fly. Deswegen liebe ich ihn. So, mal gucken. Nickel? Nur ein Level? Da hätte ich mir jetzt aber mehr erwartet. Also ein Level. Und Ranik will den Tiefschlag erlernen. Oh nein. Warum? Erstschlagattacke, die aber nur gelingt, wenn das Ziel gerade eine Attacke vorbereitet. Hä, ist ja super dumm. Nee, will ich nicht. Wie häufig kommt das bitte vor, dass der Gegner eine Attacke vorbereitet? Und dass ich dann noch Ranixon drin habe? Wir probieren einfach mal aus, ob Ranik gut gegen Feen-Pokémon ist. Oh, Gengar. So, ich verstehe die Attacken von Gengar noch nicht so wirklich. Bürde macht immer Schaden, Fluch ist nur gut, glaube ich. Oder zumindest, warte, da steht halt... Attacke, deren Wirkung davon abhängt, ob der Anwender ein Geister-Pokémon ist. Aber es steht nicht da, ob es gut ist, wenn es Geist ist, oder ob es schlecht ist, wenn er Geist ist. Deswegen keine Ahnung. Ich würde sagen, wir probieren es einfach mal aus, ob es überhaupt eine Wirkung hat. Fluch! Aua! Nein, Ranik, tut ja doch nicht sehr... Alter! Das sah sehr brutal aus. Okay, wir verlieren alle unsere Leben. Was ist jetzt passiert? Wir haben die Hälfte unserer Leben verloren. Okay. Ranik ist anscheinend sehr selbstzerstörerisch drauf. Ranik, tu nicht diese. Mach nicht diese, Mann. Mach nicht diese. Das Leben ist lebenswert. Okay, also anscheinend ist das schlecht, wenn der Gegner kein Geist-Pokémon ist. I don't fucking know. Setzen wir eine Bürde ein. Bürdenattacke! Ich erlege dir diese Bürde, Pixie, auf das du stirbst! Ist Pixie so ein Pokémon, das nur Metronom hat? Es gibt ja auch solche so YouTube-Formate, wo man ein Metronom-Battle macht. Ich glaube, beim Metronom ist die Attacke, die kommt immer zufällig, oder? Irgendwie so. Wird mir der Radik bestimmt in die Kommentare wieder sagen, ja, ja. Volltreffer, schade. Red mit der Flosse, Genosse. Zybern? Ja, ich glaube, das ist immer random und deswegen gibt es davon noch Videos. Ich habe mir davon nie welche angeguckt, deswegen keine Ahnung. Aber ich habe gesehen, dass es die gibt. So, weggebürdet habe ich dich, Pixie. Weggebürdet. Sogar mit dem Volltreffer. So, und ich habe mir heute überlegt, da ja Valentinstag ist, Leute, schön Valentinstag, by the way. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Date oder habt irgendwas Tolles mit eurer Freundin gemacht. Ich spiele Pokémon währenddessen. werden wir alle Pokémon, die wir heute fangen, nicht in normalen Pokébällen fangen, sondern wie zum Beispiel dieses Milzer hier, das bestimmt Pflanze ist. Vielleicht bringt der Zaunklinge was? Nee, ist Käfer, ne? Käfer ist nicht so gut gegen Pflanze. I don't know, Leute. Dieses Pokémon, das wir da gerade sehen, könnte auch irgendwie ein Starter-Pokémon sein, wenn ihr mich fragt. So von den ersten Generationen. Ja, das hat jetzt nicht so viel Damage gemacht. Können wir gleich nochmal eine Zaunklinge machen. So,
Solange das kein Volltreffer ist. Nein, Milzer! Warum stürzt du denn einfach weg? Fangen wir halt ein Iguana. Iguana. Ist Iguana eventuell die Nachentwicklung von diesem komischen Kartoffelsack-Pokémon? Weil der sieht ein bisschen ähnlich aus. So, mit Zertrümmerer würden wir auf jeden Fall kaputt machen. Mit einem kritischen Abschlag wahrscheinlich auch. Fly, sei mal nicht so stark. Mann, Fly! Ist doch scheiße. Ohrschnabel? Ja, mach mal. Ist, glaube ich, eine starke Attacke. Korkenzieherangriff. Okay. Let's try this again. Aber diesmal nur mit einer Zornklinge. Bitte kein Volltreffer und bitte nicht einen Hit töten. Naja, mit jedem nächsten Hit wäre das Pokémon tot. Und ich habe mir heute überlegt, weil ja Valentinstag ist, setzen wir heute nur nette Bälle ein. Wie zum Beispiel, also überall, wo so ein Herz drauf ist. Der Levelball hat zum Beispiel ein Herz oben drauf. Oder aber wir nutzen den Heilball. Der ist zumindest pink und das erinnert mich an Valentinstag. Oder aber wir setzen den Freundesball ein. Ich würde sagen, wir nutzen so einen schönen Heilball, der schön 1000 Poké-Dollar kostet. Weil Valentinstag nun mal ein kommerzieller Tag ist. Heißt, wir müssen auch schön viel Geld ausgeben für die Pokébälle, für die Pokémon, die wir fangen wollen. Ja Leute, erzählt doch mal, habt ihr am Valentinstag irgendwas Cooles gemacht? Habt ihr euch getraut, eure Liebe des Lebens anzusprechen oder so? Oder juckt euch gar nicht, was das Valentinstag ist? Auf jeden Fall ist ein Iguana ein Generatoren-Pokémon von Typ Elektronormal. Es breitet die Hauptlappen an seinen Kopf aus, um mithilfe des Sonnenlichts Strom zu erzeugen und mächtige Elektroattacken einzusetzen. Quasi wie diese Sonnengeneratoren auf den Dächern, die mir gerade der Name nicht einfällt, wo Licht drauf geht und drinnen wird dann Wasser erhitzt und dadurch hat man Strom. Ja. Die Dinger. So, was haben wir hier? Schönes. Ein Maracamba. Daraus kann man bestimmt Tequila machen, wenn ihr mich fragt. So, gegen den ist bestimmt Zertrümmerer auch wieder sehr effektiv, oder? Ich meine, das ist Pflanze und Zertrümmerer. Okay, nevermind. Finde ich dann, glaube ich, ganz gut. Wir nutzen ein paar Mal Zertrümmerer. Naja, kann Synthese. Oh Gott, ist Synthese jetzt auch stärker, weil die Sonne krasser scheint? Das wird. Wow! Das wird auf jeden Fall Sinn machen, aber ich glaube fast nicht. Ja, gut, dann probieren wir mal eine Zornklinge aus. Okay, Zornklinge macht auf jeden Fall. Das ist sehr effektiv? Why? Ist das nicht Pflanze? Käfer ist ja wohl nicht sehr effektiv gegen Pflanze. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Na gut, ich glaube, das wird hier nichts, dass wir noch... Was ist das denn für ein Viech? Hier kommen auch so viele verschiedene Viecher irgendwie raus. Richtig weirde Pokémon hier am Start. Der findet seinen unteren Körper einfach so hässlich, dass er auf seine Hose seine Beine raufgemalt hat. Damit alle wissen, guck mal, so sehe ich eigentlich von unten aus und nicht, wie ich in Wirklichkeit aussehe. Kein Bodyshaming hier, kein Bodyshaming. Jeder sieht gut aus, wie er ist. Auch wenn seine Ohrläppchen anscheinend Hände sind. Das ist vollkommen okay. Jeder ist auf seine Art hübsch. Makai Baya. Vor allem an Valentinstag. Vor allem an Valentinstag. Lass uns nicht mehr streiten. Alles wird gut. Siehst du nicht, wie uns das auseinander tut? Na gut, dann wirst du jetzt zertrümmert. Oh, jetzt setzt du mir diese Bürde auf, oder was? Nur weil ich dich zertrümmern wollte. So weit ist es also in unserer Beziehung? Alles klar. Dann spüre den Abschlag des Todes. Hey. Mann, der stirbt ja wirklich. Okay, ich werde aufhören, Pokémon fangen zu wollen, Leute. Ich werde irgendwann noch mal den Pokédex vervollständigen in diesem Spiel. Das habe ich mir auf jeden Fall als Ziel genommen. Aber wahrscheinlich nicht im Video. Kann man doch bestimmt runter. Ja, hier gibt es bestimmt auch irgendwas Cooles. Hyperbälle. Nette Sache. Ich will nicht kämpfen. Ach da, dieser Langa. Die in der letzten Folge weggegangen ist. Die Team Gel eigentlich beschützen wollte. Ich glaube, wir müssen gleich mal irgendein anderes Pokémon an erste Stelle packen. Weil Blei ein bisschen im Schwankeln ist. Oh, Schaufler. Da habe ich eine krasse Idee, Leute. Ich weiß nicht, ob Fly tatsächlich fliegen kann und deswegen gegen Schaufler gar keinen Schaden bekommt. Das wäre dann auf jeden Fall ziemlich dumm von dem Salanga gewesen. Aber ich weiß hundertprozentig, ich weiß doch nicht hundertprozentig, kann Rannixon fliegen? Ah, hat er eine Fliegenattacke, dass sie einen Bodenattack nicht treffen? Sonko kann auf jeden Fall fliegen, oder? Komm, Sonko, du kommst jetzt einfach rein. Und dann hat Schaufler nämlich gar keine Fähigkeit mehr. Also dann trifft er auf jeden Fall nicht. Weil wir einfach wegfliegen, schlau wie wir sind. Ja, ja, hat keine Wirkung auf mich. Ich bin nämlich eine schlaue Krähe. Was meint ihr, Leute? Entwickelt sich Sonko mit Level 35? Können wir mal Borschnabel ausprobieren. Würde ihn natürlich töten, aber ist das auch egal. So viel zu, wir fangen heute nur Pokémon mit netten Bällen und Valentinstag ist ein Fest der Liebe und was weiß ich. Einfach alles töten. Oh, ein Doppelkampf. Und was ist da hinten dann? Oh nein, hier gibt es so viele Wege. I don't like this.
Da oben ist auf jeden Fall noch irgendwas und irgendwas im Wasser. Wenn das hier schon so ein einzelner See ist, ist da bestimmt irgendwas richtig Heftiges drin. Ah ja! Yeah. Ein Carbador! Nicht dein Ernst, aber wie schön es glitzert in dieser Sonne. Ja, Siggi, fange ich mir das. Und zwar mit einem Freundesball. Lass uns beste Freunde sein, Carbador. Auch du hast Liebe verdient, mein Freund. Ich weiß, ich hatte schon Carbador, aber dieses Carbador ist jetzt halt schon Level 29, Leute. Entwickelt sich das dann nicht viel schneller? Das ist auf jeden Fall mein Freundes-Carbador. Setzen wir, glaube ich, mal Exandros und Jaynona nach vorne. Ist, glaube ich, ein gutes Team, oder? Feuer und Pflanze. Ich glaube, die werden sich sehr gut verstehen für den Doppelkampf dann, der hier jetzt gleich kommt. Man könnte den auch ausweichen, wenn man hier einfach die Treppe oder die Leiter hochgeht. Aber komm, gegen diese komischen Ärzte hier. Der Rechte hat einfach den Coronavirus. Da kommen wir doch gegen an. Was für eine strange Musik. Okay. Um Pokémon besser verstehen zu lernen, ist es auch wichtig, Kämpfe auszutragen. Oh, kurze Störung von der Obi, die mir morgen schön Frühstück wieder mitbringt. Eine schöne Laugenstange mit Käse überbacken und erfrischen Tomate drauf. Nehme ich immer gerne an. So, die haben wir besiegt. Zeit für eine herzliche Untersuchung. Aber wir haben doch gar nicht gegen die gekämpft. Okay, guck mal. Mein Kurzzeitgedächtnis ist halt wie immer mega am Arsch. Guck mal, wir haben dieselben Pokebälle. Also zumindest wie die Frau da. Meine Oma hat auch eben ganz komisch geguckt, als sie an meine Tür geklopft hat, weil ich ja so ganz komische Sachen erzähle. So, sind wir denn gut aufgestellt gegen die Dinger? Das linke ist auf jeden Fall. Togetic ist die Weiterentwicklung von Togepi. Rasierblatt hat, glaube ich, beide getroffen. Genau, können wir das ja schon mal einsetzen. Und Glut hat, glaube ich, auch beide. Nee, Einäschern vielleicht? Einäschern trifft beide. Trifft auch Flammenwurf beide? Nö. Ja, dann setze ich doch Einäschern ein. Bin doch kein Vollidiot. Oh, Jaynona hat die krasseste Initiative von allen hier. Okay. Stimmt, rechts ist, glaube ich, sogar Käfer. Der sieht mir sehr käferig aus. Okay, Exandros hat auf jeden Fall auch eine krasse Initiative. Und das Togetic nervt mega doll mit seinen fucking Flügeln. Wie der einfach Fossilians auf uns drauf wirft. Wie die ganze so machen. Hör auf damit, du komisches Viech. Hör auf, mit deinen komischen Flügeln zu schlagen. Komm mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Oh, du bist jetzt tot. Okay, Flammenwurf hat auf jeden Fall auch eine schöne Animation. Gott, war das nervig. Ich werde niemals ein Togetic im Team haben, wenn der die ganze Zeit solche Geräusche macht. Ist ja ultra abartig. Wenn Pokémon verletzt werden, dann mache ich mir immer so unheimlich viele Sorgen. Ich bin Waluigi. Mich interessiert brennend, was die Stärke von Trainer und Pokémon eigentlich ausmacht. 15.000 Poké-Dollar, Leute. Hä? Okay, jetzt bin ich einfach wieder viel zu reich. Keine Ahnung. Du bist auch eine Trainerin? Willst du wirklich kämpfen? Hallo? Okay, das heißt also, links geht's wahrscheinlich weiter und rechts ist dann einfach... Warte, ihr seht mich nicht, keiner sieht mich. Ha, ich bin ein Ninja. Du schaust auch nur, keine Ahnung wohin. Meine Fresse, sind hier viele, viele Trainer unterwegs. Wir schauen uns auf jeden Fall erstmal hier unten um. Denn hier lag, glaube ich, irgendwo noch ein... Okay, Pokéball rum. Wie man einfach gegen gar nichts hier kämpfen muss, wenn man nicht will. Wenn wir hier runterhüpfen, dann kommen wir wohin? Ist hier rechts denn noch irgendwas? Okay, wir hätten auch einfach runterhüpfen können. Was ist denn hier? Auf jeden Fall ein Pokéball. Stahlflügel. Ich habe sogar eine starke TM. Macht Schaden und der Verteidigungswert steigt eventuell. Ja, mega gut. Da unten ist noch irgendwas, aber da müssen wir über die Leiter hin. Okay. Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Ich will nur diese Leiter benutzen. Ein Sonderbonbon, why not? Okay. Wir haben das da lange einfach 1 AP runtergehauen. Wird er jetzt vielleicht von dem Sandsturm getroffen? Das wäre nämlich ein bisschen sehr doof. Nee, Salanga scheint immun dagegen zu sein. Okay, eigentlich würde ich einen normalen Pokéball einsetzen, aber Salanga, heute ist Valentinstag, also kriegst du einen Heilball. Bitteschön. Damit du von 1 KP wieder volle KP hast, bin ich nicht super nett. I know. Da würde ich auch nicht Nein sagen zu so einem Date-Angebot. Wir machen Salanga, ein Sandschlang-Pokémon von Typ Boden. Den Sand, den ist beim Graben von Löchern verzehrt. Was? Speichert es in einem Beutel in seinem Hals. Dieser kann bis zu 8 Kilogramm Sand aufnehmen? Was? Gibt es solche Tiere wirklich, die einfach Sand fressen? Das machen Maulwürfe aber nicht so, oder? Die schieben den Sand einfach nur zur Seite. Und alle anderen Viecher, Regenwürmer und sowas auch, oder? Und Schlangen ja wohl... Schlangen fressen doch keinen Sand, oder? Fressen die das und dann geht das einfach hinten wieder raus? Es gibt ja solche Sandschlangen. Das würde mich jetzt mal interessieren. Dann ist das so ein einzelner Filter? Also die Schlange fungiert dann quasi als Filter für den Sand? Das wäre mega cool. Im Sand sind bestimmt auch kleine Lebewesen. Und wenn die Schlange dann da irgendwie... Dass sie auch so eine Art Kiemen hat wie Fische, aber halt für Sand. Und der sammelt dann aus dem Sand diese kleinen Viecher raus und filtert den Sand dann wieder raus, um zu essen.
Das wäre mega cool, Leute. So ein Sandfilter-Tier. Aber ist wahrscheinlich nicht so. Höchstwahrscheinlich nicht. Naja, wir setzen mal ein Rasierblatt ein. Ich habe auch eben kurz überlegt, da es ja hier die ganze Zeit sonnig ist, weil wir anscheinend irgendwie in der Wüste sind, könnte man ja Genoa nach vorne packen, weil Feuerattacken sind jetzt verstärkt bei Sonne. Und Wasserattacken geschwächt. Bergsturm. Ösch. Ja, ja, mach einen Kopf zu, Jiutetsu. Du und deine Pokémon hat so eine scharfe Kombi abgegeben, dass mein Mund jetzt taub ist. Hä? Das macht gar keinen Sinn. Warum soll dein Mund taub? Ach, taub. Nicht von wegen nichts hören können? Ich glaube nicht, dass Münder hören können, sondern eher von wegen... Nee, stumm ist das doch dann. Wie, taub? Ach so, vom Gefühl taub sein. Und ich habe mir gestern meinen Nachbar Totoro zum ersten Mal angeguckt, Leute. Gibt's ja jetzt bei Netflix die Filme von Studio Ghibli und einer davon ist auf jeden Fall Totoro. Und den habe ich halt noch nie gesehen gehabt. Der ist auch schon übelst alt. Ich glaube von 1988 oder sowas. Den habe ich mir jetzt gestern zum allerersten Mal angeguckt und fand ihn tatsächlich sehr schön. Er war ein bisschen kurz, meiner Meinung nach. Und es ist nicht wirklich viel passiert in dem Film. Aber irgendwie war er trotzdem schön. Und es hat ein Bösewicht gefehlt. Aber ansonsten, bei den Studio Ghibli-Filmen ist sowieso immer richtig geil, dass die so... Wechsle mal kurz Genoa ein. Dass die auf diese ganze Sagenwelt von Japan und diese Geisterwelt und sowas eingehen. Das finde ich immer sehr schön, weil ich ja auch selber in Japan war und da fand ich das auch alles sehr imposant. Und diese ganzen Fabelwesen, die es da halt in diesen Ghibli-Filmen zu sehen gibt, die gibt es halt so mehr oder weniger, ja wirklich, in Japan, also als Sage. Genauso wie Genoa mit den neunschwänzigen Fuchs, das ist auch eine japanische Legende. Und ich werde jetzt die nächsten Tage auf jeden Fall immer weiter diese Ghibli-Filme gucken, weil die echt wunderschön sind. Was ich schade finde, ist, dass das wandelnde Schloss erst im April rauskommt. Aber Leute, wisst ihr, was nächsten Monat rauskommt? Im März? Ori? Fucking? Ja, Ori halt. Die heißt einfach nur Ori. And the Will of the Wisp. Ori and the Will of the Wisp kommt nächsten Monat raus. Am 11. März, Leute. Da werde ich auf jeden Fall auch ein Let's Play zu machen. Also haltet da schon mal die Ohren steif und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren oder so und zu abonnieren. Das wird nämlich richtig cool. Und ich habe mir überlegt, ob ich davor nicht nochmal Ori and the Blind Forest nochmal spielen soll. Also ich habe schon ein Let's Play dazu auf dem Kanal. Aber ich habe allgemein privat jetzt Bock, das nochmal zu spielen, bevor das neue Ori rauskommt. Und dann könnte ich das ja gleich aufnehmen. Irgendwie so einen Schnelldurchlauf, weil ich weiß ja jetzt schon alles aus dem Spiel. Ich habe sogar mal einen Speedrun-Versuch gestartet bei dem Spiel. Und daher könnte ich euch da sogar vielleicht Sachen zeigen. Aber ich hätte auf jeden Fall Bock drauf. Und was nächsten Monat auch noch rauskommt, Animal Crossing. Am 20. März. Werde ich mir auch kaufen. Ist halt ultra teuer mit 60 Euro. Aber Animal Crossing ist auch so ein Herzensprojekt. Und ich glaube, das neue Animal Crossing wird auf jeden Fall wieder gut. Und da wurde ich ja wieder mega verarscht. Habt ihr diesen einen Tweet gesehen? Von Nintendo America, aber das war nur ein Fake-Account. Und der meinte, dass am 12. oder sowas eine Nintendo Direct zu Animal Crossing und sowas rauskommt. Und dann war das aber nur Fake. Und ich habe mir extra so einen Timer gestellt und so, dass mir alles um 23 Uhr Bescheid sagt. Gleich ist Nintendo Direct und ich habe mich voll gefreut. Bin dann auf den Nintendo-Kanal gegangen und dann war da einfach gar nichts. Und dann habe ich erst erfahren, der Tweet ist fake. Und dann war ich sehr niedergeschlagen. Da könnten wir nochmal campen, wenn wir wollten. Das wird unsere Pokémon ja auch aufheilen. Und da links, oh Schaufel, auch eine sehr gute Attacke. Und da ist einfach ein 3-Diktas hinten. Okay, der nächste Arenaleiter wird hundertprozentig Gestein sein. Dann werde ich Mermeon vielleicht doch nochmal rausholen. Scheint ja dann ganz gut da zu sein. Oder? Wasser ist gut gegen Gestein. So, das sieht mir hier auch wie Story aus. Hallo, möchtest du meine Fossile angucken? Oh, hallo, mein Name ist Petra Fakt. Ich erforsche Fossilien. Aus irgendeinem Grund bestehen die Fossilien, die man in Galar findet, entweder nur aus einem Oberkörper oder einem Unterkörper. Man kann diese beliebig zusammensetzen und in Pokémon zurückverwandeln. Niemand weiß, warum das möglich ist. Vielleicht erfahren wir durch sie mehr darüber, wie Fusion von Pokémon funktionieren. Ich habe da ein paar Fossilien. Willst du vielleicht welche haben? Ich habe tatsächlich welche. Okay, dann geht das garantiert in der nächsten Stadt. Dann gehe ich einmal kurz campen. Mit der Niggi. Die Niggi ist heute mein Valentinstate. Genoa ist einfach am Bild einnehmen. Aber ist schon ein sehr schöner Schwanz, den du da hast, Genoa. Ja, ja. Gut, wir kochen eine Runde. Und ich komme rein. 10 verschiedene Beeren. Das wird das beste Curry aller Zeiten. Also wenn das jetzt nicht das beste Curry aller Zeiten ist, dann weiß ich auch nicht. Da ist so viel Liebe reingeflossen. Oh, ein Frittier-Curry. Das sieht tatsächlich mal lecker aus. Oh, Genoa. Oh, 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 lecker. Oh, ja, lecker schmecker. Oh, Genoa ist so süß. 4 Sterne, oder was? Güteklasse Patinaraya. Ist das gut? Alle Kaffee und Apfel wurden wiederhergestellt. Geil. Sehr viele Erfahrungspunkte sind viel zutraulicher geworden. Ich glaube, das war ein sehr geiles Curry. Oder was sagst du, Genoa? Ja, komm her. Ja, komm her, kleine Genoa. Ihr Kaffee und... Knuffi. Oh, guck da, diese
Dieser Schwanz, er ist so hübsch. Komm, lass uns spielen, Janona. Ja. Cool, oder? Cool, oder? Ja, fang. Ja, komm hier, links, rechts. Magst du nicht? Los, komm hier. Ja, fein. Hier, möchtest du einen Ball fangen? Halle, hoppala. Jawohl? Jawohl, Janona, jawohl. Weggeschleudert worden. Wo läufst du hin, Janona? Einfach zur Seite geschubst worden. Geh weg, du komisches, hässliches Viech. Ich möchte mit Janona spielen. Sehr gut gemacht, Janona. Willst du nochmal? Ja. Janona, da hinten ist der Ball. Du bist wohl blind, ne? Janona, da. Hol den Ball. Ja, das magst du mehr als den Ball, ne? Ja, das magst du mehr als den Ball. Ja, das magst du mehr als den Ball. Sehr gut. In die nächste Stadt kommen wir heute aber schon noch rein, oder? Du siehst böse aus. Was hast du da auf dem Arm? Eine Fledermaus? Ah nee, irgendwas selbstgeschnitztes. Pokémon-Kämpfe sind Kunst, wenn man mit ganzer Kraft gegeneinander antritt. Der Marvin. Smogon! Ich finde das so schön, dass sie den Pokémon-Trainern auch so eine eigene Persönlichkeit gegeben haben. Also sowohl mit der Musik im Hintergrund, wenn die einen herausfordern, als auch wie sie die Pokébälle werfen. Die Augen, Alter. Ich find's unwerfend. Unwerfend! Spüre den Sondersensor. Der ist genauso weird wie deine Augen. Guck mal, Janona hat's voll drauf. Ein Mogelbaum. Man könnte meinen, Feuer sei gut gegen Mogelbaum, aber ist da halt überhaupt gar nicht. Wir bräuchten Kampfgestein. Doch, wir haben Kampf. Hier, Fly, dann bist du wieder dran. Da war Kampf, genau. Kampf war sehr effektiv. Ja, ja, also, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. So langsam lerne ich. Nein! Pokémon auf jeden Fall auch. Wieso überlebt er mit einem HP, obwohl ich einen Volltreffer gemacht habe? Ah, wegen Robustheit. Wieso hast du Robustheit, du blödes Mogelbaum? Das ist ja mega uncool. Du kannst doch nicht meinen Fly hier rumplätten. Na gut, dann spüre noch den Abschlag. Zack. Dann bist du doch auch weg. Auch nochmal ein Volltreffer. Ich liebe Fly. Der ist viel zu stark mit einer Lauchstange. Ah, oh, Attacken waren wunderschön. Ah, sie haben mich völlig verzaubert. So, ich hoffe, wir kommen jetzt in die nächste City rein. Leute, was seid ihr für ein Anfechter? Glaubt ihr, Dicktas haben Füße oder nicht? Oder geht's unter dem Kopf noch weiter bei einem Dicktas? Oder bestehen die einfach nur aus Kopf? Was meint ihr, Leute? Was meint ihr? Na, wieder Story? Cool. Sieht ein bisschen Texan-mäßig aus. Oder mehr Mexiko. Ist das mehr Mexiko? Ist mehr Mexiko. Schon mehr Mexiko. Das ist eine Kampfarena. Okay, dann kann da Fly wahrscheinlich unser Mann der Stunde werden. Und es kommt keine Story. Weil Hopp wartet da vor der Arena vor uns. Alles klar. Dann würde ich sagen, gucken wir uns in, was weiß ich, City. Das können wir uns nochmal noch kurz angucken. Welcher City sind wir denn hier? Wir sind hier in Passbeck. Ach so. Eine Gebirgsstadt, die dank ihres antiken Wandmalerei gedieh. Von Gedeihen. Hey, ich habe so viele von den Dingern. Ich teile diesen Überfluss gerne mit dir. Siehst, Vogelfossilien. Ich glaube, das hier ist die Fossilienstadt auf jeden Fall. Dass man hier diese komischen Fossilien zusammenbauen kann. Ich habe jetzt Paddelfossilien und ein Vogelfossilien. Kann doch sein, dass ein Paddelfossil ein Unterteil ist und so ein Vogelfossil ein Oberteil. Okay, Leute, ich laufe nochmal ganz kurz zurück. Ich will jetzt wissen, ob die tatsächlich aus den Fossilien irgendwas Geiles machen kann. Oh ja! Möchtest du sie mir mal zeigen? Ja, klar! Aber, Leute, das gucken wir uns beim nächsten Mal an. Das ist ein toller Cliffhanger. Wie die Fossilien aussehen, gucken wir uns beim nächsten Mal an. Und deswegen, wenn ihr die Folge nicht verpassen wollt, lasst auf jeden Fall ein Abo da und ein Like. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.